Hey Leute und willkommen beim neuen Video von mir. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Carolina. Falls ihr mich schon kennt, ich bin immer noch Carolina. Und im heutigen Video wird es um meine Abschiedsfeier gehen. Und es ist jetzt schon 2 Tage nach meiner Abschiedsfeier, aber es war wirklich so ein toller Abend. Und ja, ich werde euch jetzt gleich mal zeigen, wie das alles so abgelaufen ist. Ich konnte leider nicht so viel filmen, weil ich einfach den Moment nicht so zerstören wollte, weil es einfach richtig toll war, mit allen so zusammenzusitzen. Und ja, ich hatte eigentlich vorgehabt, euch zu zeigen, wie wir den Kuchen gebacken haben und alles, aber irgendwie war ich so vertieft in die Arbeit und alles Mögliche und dann habe ich voll vergessen zu filmen, aber ein bisschen was habe ich dann doch gefilmt und das werdet ihr nach dem Intro sehen. Also wie man unschwer erkennen kann, ich bin ungeschminkt und habe gerade geduscht, also meine Haare sind noch nass. Und ich habe gestern Abend, also der Tag vor meiner Abschiedsfeier, habe ich noch meine Nägel lackiert. Man kann es jetzt nicht mehr sehen, weil, also eigentlich waren alle Nägel lackiert in weiß und nur der Ringfinger hatte halt so eine Amerika-Flagge, ich zeige es euch gleich. Aber das Weiß hat irgendwie scheiße ausgeschaut, deswegen habe ich es weggemacht und nur die Flagge gelassen. Ich zeige euch das mal schnell, meine Stimme ist noch nicht so in Fahrt. Moment. Also wie gesagt, habe ich jetzt nur den Ringfinger mit so einer Amerika-Flagge lackiert, weil das halt einfach scheiße ausgeschaut hat. Wenn ich alles gehabt habe, Deutsch, ja, ich finde es trotzdem irgendwie ganz cool. Ja, ich lasse es jetzt mal so. Mal schauen. Es ist jetzt gleich 10 Uhr und um 10 Uhr kommt noch eine Freundin vorbei und dann werden wir einen Kuchen backen für heute Abend und mal schauen, wie das wird. Ihr werdet auf jeden Fall ein bisschen sehen, wie das alles so zustande kommt. Okay, also es ist jetzt schon etwas länger her, als ich meine Abschiedsfeier gehabt habe und es war wirklich ein extrem schöner Abend. Wir sind dann noch alle zusammengesessen, haben ein Feuer gemacht, wie ihr vielleicht noch sehen konntet. Wie gesagt, ich konnte nicht so viel filmen, aber ein bisschen was habe ich dann doch mit ins Video bekommen. Und ja, eine meiner Freundinnen ist auf die wunderbare Idee gekommen, mir ein Tattoo auf meinen Rücken zu malen. Und ich konnte es nicht sehen, aber ja, es war dann noch etwas länger auf meinem Rücken, weil ich es nicht abbekommen habe. Aber ja, danke dafür, falls du das Video siehst, was ich natürlich weiß, dass du es sehen wirst. Also, ja, es war wirklich ein extrem schöner Abend und ich habe mich mega gefreut, ja, mit meinen Freunden so noch zusammensitzen zu können. Und wir haben voll viel geredet und einfach so den Abend genossen
Und irgendwann sind wir dann halt auch rausgegangen und haben Fotos gemacht, die ihr vorhin gesehen habt. Und das sind auf jeden Fall richtig schöne Erinnerungsstücke, die ich dann auch ausdrucken werde und mit in mein Abschiedsbuch kleben werde, damit ich halt einfach so ein paar Erinnerungsfotos habe und die mir dann anschauen kann, wenn ich zum Beispiel Heimweh bekomme oder so. Und ja, falls meine Freunde dieses Video sehen, ich möchte euch wirklich Danke sagen, dass ihr zu meiner Abschiedsfeier gekommen seid. Und ich kann euch noch schnell zeigen, was ich geschenkt bekommen habe. Also von einer meiner besten Freundinnen habe ich halt zwei Geschenke bekommen. Eigentlich drei, aber das dritte zeige ich nicht, weil es vielleicht zu persönlich ist. Okay, also zum einen habe ich von der Freundin so ein Stifte-Dings bekommen mit so Mondlandung, USA-Thema. Und das hat sie mir deswegen geschenkt, weil das zweite Geschenk zu groß ist zum Mitnehmen. Und sie wollte halt etwas, das ich halt bei mir haben kann. Und wegen dem ich dann an sie denke und sie natürlich nicht vergessen werde, weil ich habe sie ganz so lieb. Und ja, das finde ich richtig süß. Und das werde ich auf jeden Fall in meine Federschachtel reinmachen und dann dort verwenden und an sie denken. Und das zweite Geschenk ist mehr so ein Insider. Aber ja, ich hatte halt voll lange ein Polster, was sie ersetzen wollten, also ein Kissen. Und das hat sich jetzt auch endlich mal gemacht. Und ja, ich habe dieses Polster oder Kissen hier bekommen. Da steht halt drauf, dich mag ich, du hast genauso einen an der Klatsche wie ich. Und das ist voll süß. Das hat hier hinten noch so ein Schaf drauf. Und weil ich liebe diese Polster von Sheep World. Und danke nochmal. Und ja, dann habe ich noch eine Karte bekommen mit so einem alten Kinderfoto von uns. Deswegen, das zeige ich jetzt nicht. Und wir sind dann ja noch am Feuer gesessen, auf meiner Terrasse draußen. Und irgendwann haben wir dann auch noch S'mores gemacht. Also das sind diese Marshmallows in den Keksen drin. Wir haben auch nicht so lange gefeiert, also um 12 Uhr war dann auch fertig. Und dann habe ich richtig geweint. Also ich habe mich dann von voll vielen verabschiedet. Also zwei, drei Leute sehe ich halt nochmal, bevor ich fliege. Aber von den meisten habe ich mich dann halt verabschiedet und musste richtig weinen und habe mich dann auch nicht mehr eingekriegt. Aber ja, das war dann schon ziemlich traurig und ich bin gespannt, wie das dann halt am Flughafen wird, weil da werde ich ja auch nochmal richtig weinen müssen. Wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher, wahrscheinlich, also es ist auch möglich, dass es so sein wird, dass ich nicht realisiere, dass ich jetzt gehe und deswegen überhaupt nicht weine. Und dann erst im Flugzeug weine, wenn ich mein Abschiedsbuch lese, weil da werde ich auf jeden Fall weinen. Wenn ihr up to date bleiben wollt und mein ganzes Auslandsjahr so zeitgemäß wie möglich mitbekommen wollt, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram und Snapchat folgen. Da heiße ich auf beiden Kanälen CaroXAnnaX. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da mal folgt, weil da kommt halt alles so am gleichen Tag noch online. Auf YouTube wird das halt alles so ein, zwei Wochen versetzt werden. Und ich entschuldige mich jetzt schon. Mein Flugvideo und die ganzen Videos von New York und so werden wahrscheinlich ziemlich spät online kommen, weil ich da noch keinen Laptop habe. Den bekomme ich erst, wenn ich in die Schule komme, weil wir von der Schule einen Laptop bekommen. Und da kann ich das erst schneiden, wenn ich den Laptop habe. Also entschuldige mich jetzt schon dafür, dass das erst voll spät online kommt. Wahrscheinlich so im September, also Anfang September oder so. Und ja, ich freue mich, dass ihr mein Video angeschaut habt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!